März steht vor der Tür und wir können wieder jede Menge Sachen aussäen. Und was das genau ist, das zeige ich dir in diesem Video. Wir starten mit dem wahrscheinlich besten Gemüse überhaupt, mit den Tomaten. Denn ab Mitte März kannst du auch deine Freilandtomaten vorziehen. Ich habe ja im Februar-Video schon gesagt, dass wir die Gewächshaustomaten teilweise schon im April pflanzen und die Freilandtomaten dann Mitte Mai. Das heißt, die Gewächshaustomaten könnt ihr jetzt auch schon Anfang März oder Ende Februar vorziehen. Aber die Freilandtomaten, da warte lieber noch ab, weil das tut denen nicht gut, wenn sie so lange im Haus ausharren müssen, bis sie dann endlich nach draußen gepflanzt werden können. Und ich verspreche euch, es kommt auf dem Kanal auch wieder ein Tomatenanzucht-Video, wo ich euch genau Schritt für Schritt zeige, wie das funktioniert, sodass ihr am Ende ganz viele tolle Tomaten ernten könnt und richtig schön kräftige Pflanzen in euren Garten pflanzt. Also an dem Video arbeite ich jetzt schon. Das kommt rechtzeitig online, bevor ihr eure Tomaten aussäen müsst. Also wartet noch bis zu diesem Video, abonniert den Kanal, damit ihr das nicht verpasst. Und dann machen wir das zusammen und zwar richtig. Und dann ein ganz ähnliches Gemüse, wo ihr euch nicht so arg gedulden müsst, sind die Auberginen. Die könnt ihr schon aussäen, beziehungsweise eigentlich sähe ich die sogar schon im Februar und Januar aus, sodass sie dann rechtzeitig richtig schön groß werden, weil die wachsen ein bisschen langsamer als die Tomaten. Das heißt, die brauchen ein bisschen mehr Zeit in der Anzucht. Und wenn ihr eure Auberginen noch nicht gesät habt, dann macht das jetzt auf jeden Fall. Also es geht hier jetzt natürlich um die Anzucht im Haus. Jetzt ist es draußen noch viel zu kalt, um da diese ganzen wärmeliebenden Pflanzen auszusäen, die jetzt im Haus vorziehen und dann erst Mitte Mai nach den Eisheiligen rauspflanzen. Das gleiche gilt für die Paprika, wobei es jetzt schon relativ spät ist, um Paprika auszusäen. Aber wenn ihr noch keine Paprika ausgesät habt, dann macht das jetzt auf jeden Fall. Ein Sortentipp von mir wäre die YOLO Wonder. Das ist eine tolle Glockenpaprika, allerdings eher fürs Gewächshaus. Wenn ihr Freilandpaprika anbauen möchtet, das funktioniert je nachdem, wo man wohnt, auch ziemlich gut. Das könnt ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Da habe ich super Erfahrungen mit der Sorte Rote Augsburger gemacht. Die machen natürlich nicht so dicke und runde Paprika, wie man sie aus dem Supermarkt kennt. Das funktioniert im Freiland nur so mäßig, je nach Sorte, sondern eher spitze, ein bisschen kleinere, ein bisschen dünnwandigere Paprika, die aber genauso lecker schmecken. Und dicke Bohnen könnt ihr jetzt auch aussäen. Das ist ja auch so ein Gemüse, was man nicht so oft im Supermarkt sieht, das einem aber super früh im Jahr eine super leckere und tolle Ernte beschert. Und wir säen unsere dicken Bohnen immer im Herbst oder im Spätsommer eher aus, so im September, August, damit die schon ein bisschen vor dem Winter ein bisschen groß werden können und im Beet überwintern, weil die sind sehr frosthart. Aber man kann eben jetzt auch noch dicke Bohnen säen und man kriegt dann ein bisschen spätere Ernte. Aber es ist immer noch ein super Zeitpunkt, um die bei euch im Garten auszusäen. Und wir bauen am allerliebsten die Sorte Hangdown Grünkernig an. Und für Erbsen ist jetzt auch eine tolle Zeit. Die muss man nicht im Haus vorziehen, sondern die kann man direkt nach draußen säen. Ich schaue immer, dass es so ungefähr in den nächsten 2 Wochen, soweit wie die Wettervorschau geht, keinen Frost geben soll, bevor ich Sachen nach draußen säe. Da kamen ja jetzt auch viele Fragen, wie mache ich das denn? Du sagst, wir können im Februar das und das säen, aber das kommt natürlich ganz darauf an, wie es draußen aussieht. Also wenn ganz viel Schnee liegt, so wie jetzt die letzten 2, 3 Wochen, dann erstmal ein bisschen gedulden drin, noch ein bisschen gemütlich machen, eher auf die Anzucht konzentrieren. Aber sobald es draußen ein bisschen wärmer wird, sobald keine Fröste mehr angekündigt sind, könnt ihr diese Sachen, die ich euch jetzt hier sage, auch schon nach draußen säen. Ich warte noch einen Moment, aber ich denke, so in 2 Wochen mache ich auch weiter mit den Aussaaten im Freiland. Und da könnt ihr sowohl Markerbsen, da sähe ich ganz gern die Sorte Ambassador, als auch Zuckererbsen säen. Zuckererbsen sind meiner Erfahrung nach noch ein bisschen frosthärter, deswegen kommen die bei mir schon ein bisschen früher ins Beet, aber die Markerbsen packen das jetzt auch schon. Und natürlich ist es nicht schlimm, wenn es dann nochmal Frost gibt und die Pflanzen schon aufgegangen sind, weil die ganzen Gemüse, die man jetzt draußen aussäen kann und die ich euch hier vorstelle, die können das ab. Aber ich warte eben, wenn sie gerade ausgesät sind, versuche ich es so abzupassen, dass sie wenigstens so 1, 2 Wochen haben, bevor dann der erste Frost wieder reinhaut, sodass sie ein bisschen auflaufen können. Machen wir weiter mit dem Kohlgemüse. Und da kannst du jetzt zum Beispiel Flower Sprouts aussäen. Das ist eine neue Kreuzung aus Grünkohl und Rosenkohl. Die schmecken super lecker, sind super hübsch und eigentlich eher ein Wintergemüse, aber man kann jetzt auch schon anfangen. Aber mit den Flower Sprouts könnt ihr euch auch noch Zeit lassen. Die kann man auch noch, ich glaube, bis Mai oder so aussäen. Ich gucke mal. Ja, bis Mai kann man die auch noch vorziehen. Also das wäre jetzt nicht so eilig. Aber ein Gemüse, das ich sehr gerne früh im Jahr anbaue, ist der Brokkoli. Da haben wir jetzt auch schon die letzten Monate immer fleißig was vorgezogen und der wandert bei mir jetzt auch wieder in die Erde, sodass wir laufend aus dem Garten unseren eigenen Brokkoli ernten können. Das ist jetzt noch die Sorte Limba für den frühen Anbau, aber da kann man jetzt auch bald zu anderen Sorten übergehen, die nicht ganz so früh sind. Genauso sieht es beim Weißkohl aus. Da haben wir ja jetzt auch immer die Sorte Nagels Frühweiß
Weiß ausgesät und da gehe ich jetzt langsam über zu Herbstweißkohl. Da sähe ich jetzt langsam die Sorte Domana im Haus vor, weil die ist dann eher für die späte Ernte gedacht im Herbst, auch für die Sauerkrautherstellung. Das ist einfach eine andere Qualität. Also dieser schnell wachsende Weißkohl, der richtig schnell dicke Köpfe bildet, die man dann früh im Jahr ernten kann, der enthält natürlich viel mehr Wasser und macht ein viel weicheres, matschigeres Sauerkraut als der langsam wachsende Herbstweißkohl, also die Sorte Domana zum Beispiel. Da gibt es natürlich auch viele andere tolle Sorten, aber mit der haben wir gute Erfahrungen gemacht, die sich Zeit nimmt und dann einfach ein knackiges, festes, lange haltbares Sauerkraut ergibt. Da kann man dann also durchwechseln im Jahresverlauf. Je nachdem, was man will, je nachdem, wie früh oder spät die Sorten sind, kann man da abwechseln und wir haben da eine ganz gute Liste mit Sorten, die sich super gut ergänzen und die wir zu unterschiedlichen Zeiten im Jahr bei uns im Garten anbauen. Und dann habe ich euch ja im letzten Video schon erzählt, dass man jetzt auch Tatsoi säen kann. Das ist ein tolles asiatisches Wintergemüse, ziemlich lecker, ziemlich frosthart und den könnt ihr jetzt sogar auch ins Freiland aussäen. Also den müsst ihr jetzt gar nicht mehr unbedingt im Haus vorziehen. Und mit Kohlrabi geht es jetzt auch weiter. Den könnt ihr sowohl im Haus vorziehen und dann später rauspflanzen, als auch je nach Sorte und Wetter schon direkt ins Freiland säen. Knoblauch geht jetzt auch wunderbar. Ich habe ja ein Video zum Knoblauchpflanzen auf meinem Kanal, also schaut euch das auf jeden Fall mal an und dann geht raus und steckt euren Knoblauch, weil Knoblauch ist so ziemlich das einfachste Gemüse, was ihr bei euch im Garten anbauen könnt. Und wenn ihr Knoblauch mögt, dann könnt ihr davon wahrscheinlich auch gar nicht genug haben. Man kann sehr leicht seinen eigenen Knoblauch-Selbstversorgervorrat für ein Jahr anbauen. Beim Blumenkohl gehen wir jetzt auch zu einer anderen Sorte über. Wir haben ja letztes Mal die Sorte Odysseus gesät. Das ist ein ganz, ganz früher Blumenkohl. Und jetzt sähe ich die Sorte Neckarperle. Die ziehe ich auch im Haus vor. Dabei immer beachten, dass man die, wenn man die pikiert, also wenn man die vom Aussaatschälchen in eigene Töpfchen umpflanzt, dass man die dann ein bisschen tiefer setzt. Also ruhig bis zu den, wo die ersten Blätter rauskommen, sodass sie einfach ein bisschen mehr Standfestigkeit haben. Das tut Kohl eigentlich immer ganz gut. Bei anderen Pflanzen, wie zum Beispiel Salat, würde ich das dann aber nicht machen, weil das könnte dazu Fäulnis führen. Aber zum Beispiel Tomaten mögen das auch ganz gerne. Und Rotkohl geht jetzt auch sowohl im Haus als auch im Freiland. Meine Lieblingssorte ist die Sorte Granat. Ich habe auch ein Bild hier auf dem Tütchen für euch. Und da bin ich mir immer unsicher. Also einerseits finde ich es total sinnvoll, so viel Gemüse wie möglich direkt ins Beet zu säen, weil die Pflanzen dann einfach kräftiger werden, weil sie nicht umgepflanzt werden mussten, sich die Wurzeln nicht in ihrem Töpfchen gekräuselt haben, sodass sie später, wenn sie in den Boden gepflanzt werden, gar nicht so ein kräftiges, tiefes Wurzelwerk entwickeln können und gar nicht so tiefe Bodenschichten erschließen können, um sich ihr Wasser auch aus tieferen Schichten zu holen. Andererseits ist der Pflanzabstand bei Kopfkohl so wichtig, damit die sich schön entwickeln. Und das kann man, wenn man sie direkt ins Beet sät, finde ich ziemlich schwer nur regulieren. Deswegen ziehe ich sie eher im Haus vor. Ihr könnt ja mal erzählen, wie ihr das handhabt, aber ich entscheide mich dann meistens doch dafür, dass ich den eher im Haus vorziehe, als ihn direkt ins Beet zu säen. Ich bin ja ein großer Freund von Steckzwiebeln. Ne? Einerseits, weil ich so ein bisschen faul bin und das praktisch ist, wenn man einfach so Netzzwiebeln kauft, die in die Erde steckt. Das ist viel einfacher, die zu stecken, als wenn man welche vorzieht und pflanzt. Beim Säen finde ich, wenn man sie direkt ins Beet säet, dann werden sie nicht so dick, wie wenn man Steckzwiebeln steckt, aber das geht jetzt beides. Also ihr könnt sowohl Steckzwiebeln kaufen und die bei euch ins Beet stecken. Das mache ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Allerdings lassen sich die gesteckten Zwiebeln nicht so gut lagern wie die, die man direkt aussät oder die man vorgezogen hat und dann pflanzt. Wir machen so einen guten Mix aus beidem und versuchen die gesteckten Zwiebeln dann eben früher im Jahr aufzuessen, wobei die sich auch bis Februar ungefähr lagern, ist ja auch schon nicht schlecht. Die Sorte Stuttgarter Riesen kann ich euch wie immer empfehlen. Ansonsten, jetzt weiß ich nicht mehr, wie man es ausspricht, Red Baron. Baron. Das ist auch eine tolle lagerfähige Sorte und es ist ja ganz schön, wenn man ein paar gelbe und ein paar rote Zwiebeln hat, oder? Die schmecken ja auch unterschiedlich. Und wir machen weiter mit dem Lauch. Und da könnt ihr jetzt auch schon den Winterlauch vorziehen. Letztes Mal haben wir ja, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, den Sommerlauch vorgezogen. Die Sorte Hilari bauen wir da ganz gerne an, die man in den warmen Monaten ernten kann. Aber Lauch ist auch so ein bisschen ein langsamerer Typ. Also wenn ihr den jetzt vielleicht in einem Jahr ernten wollt, wenn wieder Winter ist und der immer noch auf euren Beeten stehen soll, dann wäre es jetzt schon Zeit, den langsam mal im Haus vorzuziehen. Und da baue ich ganz gern die Sorte Blaugrüner Winter an. Das ist eine ganz frostharte und ertragreiche Sorte, die sich bei uns ziemlich tapfer schlägt. Die will sich ja schon seit 6 Jahren anbauen. Ich nehme auch mal wieder den Schnittknoblauch rein, einfach um mal ein anderes Gemüse vorzustellen, das vielleicht nicht so viele von euch kennen. Den könnt ihr jetzt auch säen. Ich ziehe den im Haus vor und pflanze ihn dann später nach draußen. Das habe ich ja schon im Februar-Video gemacht.
gemacht. Der schmeckt ähnlich wie Knoblauch, aber sieht aus wie Schnittlauch. Also es ist sozusagen ein Schnittlauch, der nach Knoblauch schmeckt, der sehr frosthart ist und eine ganz tolle Sache. Und der Asiasalat ist jetzt auch wieder am Start. Ich habe jetzt mal einen Sortenmix rausgesucht aus unterschiedlichen roten und grünen Asiasalatsorten. Und das ist super cool, weil die machen richtig was her. Also die sehen super hübsch aus im Beet, sind super frosthart. Also die könnt ihr jetzt auch aussäen, wenn es bei euch noch ein bisschen kälter ist. Sind ruckzuck erntebereit, ist rundum eine tolle Sache. Dieses Tütchen ist schon ziemlich zerfleddert, aber vielleicht erkennt ihr trotzdem, worum es geht. Um Mangold natürlich. Und den würde ich jetzt gerade noch nicht nach draußen säen, außer es ist super warm und es sind super warme Temperaturen angekündigt. Da würde ich noch bis April ungefähr warten. Aber im Haus könnt ihr Mangold auf jeden Fall schon vorziehen. Ich habe gerade auch welchen in meinem Anzuchtregal stehen. Das ist eine super Sache, um die Ernte ein bisschen zu verfrühen. Das ist ja eh ein Gemüse, was man super früh ernten kann und dann geht es eben noch ein bisschen schneller und man kann diese Erntelücke, die man so, habe ich erzählt, die man so im Mai und Juni hat, bis die Gemüse so richtig ranklotzen und man das erste Mal so einen richtig vollen Erntekorb hat, super schließen mit solchen schnell wachsenden Blattgemüsen. Genauso wie mit Salat. Salat wächst ja auch super gut, gerade wenn man den ein bisschen schützt. Ich stülpe zum Beispiel ganz gern einfach mal ein Marmeladenglas über meine frisch gepflanzten Pflänzchen, wenn es draußen noch so kalt ist. Das ist wie ein Mini-Gewächshaus, wenn man selbst keins hat. Und das funktioniert super gut, um dann ganz früh im Jahr schon das erste Grün zu ernten. Auch eine Sorte, ich weiß nicht, ob ich die euch schon mal empfohlen habe, aber die ich super gern mag. Die macht so ganz feste, tolle grüne Köpfe, ist die Sorte Little Gem. Baue ich seit meinem allerersten Gartenjahr an, wenn ich mich richtig erinnere. Und ein absoluter Favorit bei uns im Garten. Den ziehe ich jetzt erstmal im Haus vor, um ihn dann nach draußen zu pflanzen. Aber wenn ihr schon Salat vorgezogen habt, der jetzt bei euch steht, dann könnt ihr den je nach Wetter jetzt auch schon abhärten. Also an das Draußenleben gewöhnen, mal einen Tag nach draußen stellen, in den Schatten, sodass er sich an die Temperaturunterschiede gewöhnen kann. Und dann nach und nach ein bisschen mehr in die Sonne schieben, weil die können auch Sonnenbrand bekommen, die kleinen Jungpflänzchen, wenn man nicht auf die aufpasst. Und die müssen sich erst nach und nach an das Draußenleben gewöhnen. Und Salat ist so ein Kandidat, den ihr im März auch schon super gut einfach ins Freiland pflanzen könnt. Ich schütze den ganz gerne mit einem Wintervlies, falls es nochmal kalt werden sollte, um ihn ein bisschen einzumummeln. Aber Salat steckt echt mehr weg, als man so denken mag, gerade wenn man eher die frosthärteren Sorten wie Bacchus oder Wintermarie anbaut. Jetzt habe ich nochmal einen Kandidaten für euch dabei, um das Ganze mal ein bisschen aufzupeppen und mal über andere Sachen zu reden als sonst immer. Das ist die Rote Melde. Die bauen wir jedes Jahr an. Die sät sich auch bei uns einfach immer wieder neu im Garten aus, sodass wir die jetzt gar nicht aussäen. Die macht das ganz von alleine. Das ist eine Verwandte der normalen Gartenmelde. Die kennt ihr vielleicht auch als Unkraut, aber die schmeckt halt super lecker. Sowohl die grüne als auch die rote. Ich finde nur, die rote macht noch ein bisschen mehr her im Beet. Man muss dann aufpassen, mit den Jahren kreuzt sich die grüne Gartenmelde immer wieder ein, wenn man die selber aussäen lässt. Und dann kriegt man irgendwann gefleckte oder halbrote. Aber das macht mir auf jeden Fall überhaupt nichts. Und ich finde es super schön, wenn man einfach so ein paar rote Blättchen im Salat hat. Und außerdem schmecken die auch richtig lecker. Also die sind ganz zart, vor allem wenn man die jung erntet oder die Köpfe erntet oben an der Pflanze. Es ist wirklich ein ganz tolles Gemüse. Kann man auch wie Spinat zum Kochen verwenden oder eine Lasagne draus machen. Und ein Gemüse, dem es überhaupt nichts ausmacht, wenn es draußen jetzt vielleicht noch ein bisschen kalt ist. Im Gegenteil, sind die Postelein. Das ist ein eher unbekanntes Salat. Ähnliches Gemüse. Ich esse die super gerne. Die schmecken auch sehr mild eigentlich, so ein bisschen wie Melde, zart. Man kann da super einen Salat draus machen und vor allem sind die saugesund. Also die sind gerade in den kalten Monaten, wenn man nicht so viele andere frische Sachen isst, eine richtige Vitaminbombe. Und Postelein keimen zum Beispiel nur, wenn es kalt ist. Also die brauchen Temperaturen unter 15 Grad, damit sie überhaupt aufgehen können. Die Posteleien sind eigentlich eher dazu gedacht, dass man sie spät im Jahr aussät, also im August und September ungefähr, und dann im Winter erntet. Aber ich habe eben die Erfahrung gemacht, dass wenn man sie früh im Jahr aussät, dass man dann auch noch früh im Jahr eine kleine Ernte kriegen kann, bevor sie in die Blüte gehen. Aber dann kann man eben auch sein eigenes Saatgut von den Pflanzen nehmen. Deswegen finde ich das gar nicht so schlimm. Rote Beete könnt ihr jetzt auch wieder im Haus vorziehen. Ich würde auch, wie beim Mangold auch, die sind ja auch eng miteinander verwandt. Wusstet ihr das eigentlich? Und da werde ich jetzt mit der Freilandaussaat vielleicht noch einen Moment warten aus. Es ist super warm bei euch. Vielleicht ab Ende März kann man die schon direkt ins Freiland aussäen. Aber im Haus könnt ihr die jetzt schon vorziehen und dann rauspflanzen, um die Ernte eben ein bisschen zu verfrühen. Und auch mit Mangold
und Rote Beete verwandt ist der Spinat. Der ist ein bisschen härter drauf. Also den könnt ihr jetzt auch schon ins Freiland säen oder ihn im Haus vorziehen. Aber das finde ich bei Spinat oft ein bisschen zu aufwendig. Deswegen bin ich eher dafür, den direkt ins Freiland zu säen. Der packt das. Der ist genauso frosthart wie ich. Dann machen wir weiter mit einer anderen roten Knolle, und zwar dem Radieschen. Radieschen gehen ja eigentlich fast das ganze Jahr über, gerade wenn man ein Gewächshaus oder Frühbeetkasten hat. Also das lohnt sich auf jeden Fall, wenn man ein bisschen geschützteren Anbau auch noch im Winter machen kann. Aber ich spreche jetzt erstmal nur über die Aussaat im Freiland, weil ich weiß, dass viele von euch das nicht haben. Und Radieschen könnt ihr ab März auch schon nach draußen säen. Radieschen sind ja so ziemlich die am schnellsten wachsenden Gemüse überhaupt. Und da könnt ihr dann auch schon ganz früh im Jahr eure allererste kleine winzige Ernte einfahren. Ein etwas langsamer Kandidat ist die Pastinake. Pastinaken sähe ich ganz früh im Jahr aus, also Februar und März sind so unsere Pastinaken-Aussaatzeiten, damit wir dann im Winter ganz viele dicke Knollen ernten können. Die brauchen einfach ein bisschen länger. Genauso wie der Knollensellerie, den ihr jetzt auch im Haus vorziehen könnt. Pastinaken nicht im Haus vorziehen, die direkt nach draußen säen. Auch wenn es noch ein bisschen kälter ist, das macht denen nicht so viel aus. Aber die würden es nicht verkraften, wenn man sie im Haus vorzieht und dann umpflanzt. Die sollen ja eine lange, gerade Wurzel nach unten bilden. Und wenn man die so an den Wurzeln stört, das würde denen überhaupt nicht gefallen. Das heißt, die Pastinake jetzt nach draußen säen, auch wenn es ein bisschen kälter draußen ist, das packt die. Und den Knollensellerie, den ihr jetzt auch aussäen könnt, den säet ihr jetzt im Haus in Töpfchen vor, pikiert die dann in einzelne Töpfchen und pflanzt die dann erst später nach draußen. Und eng mit der Pastinake verwandt sind die Möhren. Und die könnt ihr jetzt auch aussäen. Und da findet langsam bei uns auch so ein bisschen ein Sortenwechsel statt. Also im März ist noch so ein bisschen der Übergang von der Sorte Gonsenheimer Treib. Das ist die hier, die wir als frühe Aussaat aussäen für die schnell wachsenden Möhren, die auch mit Kälte besser zurechtkommen. Und dann kommt die Sorte Milan ins Spiel, die wir dann so ab Ende März, Anfang April aussäen für Lagermöhren und dickere Möhren, größere Möhren. Da wechseln sich dann auch diese beiden Sorten ab. Und dann kommt jetzt eine Sorte, die keine Empfehlung ist, weil auch wieder so ein zerfleddertes Tütchen. Aber ich habe gerade keine andere Tüte gefunden. Ihr könnt nämlich jetzt auch Rettich aussäen, aber eben nicht hier den runden schwarzen Winter, weil der ist eher für spätere Aussaaten im Jahr gedacht, sondern da würde ich dann echt eine frühere Sorte verwenden und nicht so eine explizite Wintersorte. Und das Gemüse, das ich seit Jahren nicht mehr anbaue, weil ich es nicht hinkriege, dass es bei mir wächst, der Fenchel. Da steht zumindest auf dem Tütchen drauf, dass man den jetzt auch wieder im Haus vorziehen kann. Man kann ihn auch ins Gewächshaus säen. Ich habe welche vorgezogen. Sie sehen jämmerlich aus, aber vielleicht machen sie sich ja noch ein bisschen. Ist es normal, dass die so langgezogen und schwächlich sind? Oder mache ich irgendwas falsch? Also wenn ihr irgendwelche Fenchel-Anbautipps habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare, weil ich will wirklich, dass es funktioniert dieses Jahr. Und ich habe keine Ahnung, was ich falsch mache oder ob wir einfach nicht miteinander können. Wenn ihr euch jetzt fragt, ja, was ist denn eigentlich mit Gurken, Kürbis, Melonen, Zucchini und so weiter? Wo bleiben die? Wann, Marie, darf ich die endlich aussäen? Das sind Kandidaten, die richtig, richtig schnell wachsen, auch in der Anzucht. Und deswegen warte ich mit denen immer bis 4 Wochen, bevor sie gepflanzt werden. Also ich sähe die erst Mitte April aus, damit wir sie dann Mitte Mai nach draußen pflanzen können. Wenn ich die Gurken schon ein bisschen früher ins Gewächshaus pflanzen will, dann sähe ich sie vielleicht Ende März aus, aber das ist wirklich sehr, sehr früh. Also vielleicht eher Anfang April. Deswegen sind die jetzt hier noch nicht vorgekommen und kommen dann erst nächsten Monat mit dazu und dann erzähle ich euch auch noch mehr dazu, wie das funktioniert. Aber geduldet euch noch ein bisschen. Für die Kandidaten ist es jetzt gerade auf jeden Fall noch viel zu früh. Mama, du musst auch Kartoffeln vorkeimen. Ja, genau. Die Kartoffeln muss man jetzt auch vorkeimen. Wenn ihr im April oder Mai eure Kartoffeln pflanzen wollt, dann ist es jetzt ganz gut, wenn ihr die an einen hellen Ort legt, zum Beispiel an eine Fensterbank, wo die schön viel Licht bekommen und dann ihre Triebe bilden können. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr Kartoffeln lagert, dass die dann so lange, weiße, zerbrechliche Triebe bilden. Und das sind nicht die Triebe, die wir wollen, wenn wir die Kartoffeln vorkeimen. Wir keimen die vor, um denen, wenn wir sie auspflanzen, einen Wachstumsvorsprung zu verpassen, sodass sie
schneller wachsen, mehr Zeit haben, im Beet dann eine gute Ernte abzuwerfen. Da wollen wir kleine, grüne, kurze, gedrungene Keime. Natürlich ist es nicht schlimm, wenn ihr die Kartoffeln pflanzt, die jetzt schon die weißen, langen Keime haben. Aber beim Vorkeimen, also wenn man es perfekt machen will, dann sind wir auf die kurzen, gedrungenen, grünen Keime aus. Da könnt ihr jetzt einfach die Kartoffeln an der Fensterbank auslegen. Man kann die auch gut in Eierkartons machen, dass man sie später auch besser transportieren kann. Und dann sind sie im April oder Mai, je nachdem, wann ihr sie pflanzen wollt, bereit in die Erde zu wandern. Aber ich habe hier noch ein paar Tütchen für euch. Und zwar machen wir weiter mit dem Sauerampfer. Sowohl der Blutsauerampfer, also das ist so eine schöne rote Sauerampfersorte, als auch der Kultursauerampfer, das wäre dann die grüne Variante, sind sehr schön frostharte, leckere Gemüse, die man auch mit in Salat machen kann, die sehr gesund sind. Und die könnt ihr beide jetzt ins Freiland direkt aussäen. Und dann habe ich noch Basilikum für euch. Ich weiß, das ist nicht unbedingt ein Gemüse, das ist eher ein Kraut, aber es ist ein ziemlich cooles Kraut und ich wollte euch daran erinnern, dass ihr die jetzt auch im Haus vorziehen könnt. Basilikum ist so eine Frostbeule, ne? Also unter 15 Grad findet der es schon ziemlich ungemütlich. Das heißt, frühestens Mitte Mai, eher Ende Mai, können wir diese Kandidaten nach draußen pflanzen, ins Freiland, damit die sich auch richtig wohlfühlen. Aber Basilikum ist auch so ein gemächlicher Kandidat. Das heißt, der braucht seine Zeit, bis er überhaupt in die Pötte kommt. Und deswegen ist es jetzt super, den im Haus vorzuziehen. Ich ziehe da immer ein, zwei, maximal drei Pflänzchen in einem Topf vor. Ich habe den Eindruck, dass viele Leute unterschätzen, wie viel Platz Basilikum eigentlich braucht. Weil wenn man den im Laden kauft, so einen Topf, dann sind da ja immer ganz, ganz viele dicht an dicht. Aber Basilikum, schauen wir mal, was hier drauf steht. Der will einen Pflanzabstand von 25 mal 20 cm pro einzelne Pflanze, damit er richtig groß wird und damit man richtig Ertrag von dem bekommt. Das heißt, eine einzelne Pflanze nimmt so viel Raum ein und wird so groß wie ein ganzer Busch von Basilikum, den man im Supermarkt kauft. Und es ist viel ertragreicher, wenn man denen den Platz gibt, weil sie dann viel länger halten. Ihr kennt das bestimmt, dass diese Topfbasiliken, heißt das so, Basilisken? Basilis gefällt mir. Aber dass die super schnell sterben, weil sie einfach keinen Platz haben in dem Topf, weil es denen da nicht so gut geht. Und wenn die eigentlich so einen großen Abstand wollen von 20 mal 25 cm und man denen den gibt, dann kann man die immer wieder beernten und man kann richtig viel Pesto machen und holt viel mehr aus den Pflanzen raus. Und wenn ihr Lust habt, mal ein Basilikum-Video zu sehen, wo ich euch die ganzen Basilikum-Basilisken-Tipps mit auf den Weg gebe, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Da halte ich nämlich auf jeden Fall richtig Lust drauf. Ich habe hier noch ein paar andere Tütchen mit dabei, um euch zu zeigen, dass es nicht nur diesen Standard-Basilikum gibt, diesen Genovesa-Typ, sondern eben auch zum Beispiel rote oder Busch-Basilikum. Es hat kleinere Blätter und schmeckt anders. Es gibt Zitronen-Basilikum, Zimt-Basilikum in allen möglichen Geschmacksrichtungen und das ist eine ganz große Vielfalt, die man da entdecken kann, wenn man das Basilikum eben selbst anbaut und nicht nur diese Töpfe aus dem Supermarkt kauft. Da drüben findest du eine Playlist mit Gartentipps und wichtigen Aufgaben, die jetzt in deinem Garten fällig sind. Also schau da gerne vorbei. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss!